Also gut, hol mich hier raus. Aus diesem Dreck, aus diesem Loch heraus. Nicht so schnell. Erst musst du mir von Medelgi erzählen. Ich dachte, du würdest mir helfen. Erst musst du reden. Nun, das ist ja fantastisch. Ich kann dich jederzeit hier zurücklassen. Gibst du mir nun die Antworten, die ich brauche? Also gut. Aber du kannst mich draußen fragen, nicht wahr? Am wichtigsten ist, wo ist Metal Gear? In der Wartungsbasis. Nördlich von Nordwestausgang des Erdgeschosses dieser Kaserne. Also gut, Erdgeschoss, Nordwesten. Nordwestausgang dieses Gebäudes, dann nach Norden. Ist Metal Gear funktionsfähig? Die Montage ist fertig. Dann haben sie mich eingesperrt. Ich schätze, dass sie jetzt die Stromversorgung justieren. Kann es wirklich Atomsprengköpfe tragen? Ja, der Reise nach Südamerika sollte den praktischen Einsatz erproben. Wir haben echte Atomsprengköpfe mitgebracht. Das ist verrückt. Wie konnte man nur zulassen, dass du Atomwaffen aus dem Land bringst? Paga, der Generalstabschef der Armee, ist ein großer Fan dieses Projekts. Die Führungsspitze der Armee. Ja, darum erhielt ich alle Mittel, die ich benötigte. Und das Projekt entwickelte sich sehr rasch. Warum so viel Aufwand? Was planen Sie mit Metal Gear? Projekt Babel. Was ist das? Es ist ein Projekt von Parker. Metal Gear sollte dafür eingesetzt werden. Worum geht es? Ich weiß keine Einzelheiten. Sie haben es mir nicht erzählt. Es interessiert mich auch nicht. Ich möchte nur dort sein, wo ich meine Talente am besten einsetzen kann. Du stellst Waffen her, die Millionen Menschen töten können. Sieh dir doch einmal an, was gerade geschieht. Das hat etwas mit den Leuten zu tun, die sie verwenden. Nicht mit mir, nicht mit Metal Gear selbst. Es interessiert mich nicht, was die Leute sagen. Metal Gear ist ein Meisterstück. Das Produkt meines technischen Genies. Niemand kann so etwas bauen. Was ist los? Stromausfall. Das könnte ein schlechtes Zeichen sein. Warum? Sie rüsten Metal Gear mit Atomsprengköpfen aus. Was? Metal Gear kann Atomsprengköpfe mit einer Schienenkanone abschießen, aber diese Schienenkanone hat einen enormen Stromverbrauch. Ah, darum laden Sie das Ding also mit allen Energie auf, die Sie haben. Ja. Wie lange dauert es bis zur vollen Ladung? Etwa 30 Minuten. 30 Minuten bis zu einem Atomschlag? Chris, komm. Snake, das Elektrizitätswerk ging gerade auf Höchstleistung. Was im Himmel? Schutz. Keine Zeit zum Reden. Ich fand den Metal Gear Forscher. Übrigens seinen Schutz. Übernehmen seinen Schutz. Okay, aber was ist mit dir, Snake? Ich versuche, Metal Gear zu zerstören. Metal Gear? Was ist da los? Keine Zeit. Ich zähle auf dich.
Metal Gear ist in dieser Wartungsbasis. Nördlich dieses Kaserne Richtung. Ja, aber. Warte mal. Einen Moment, was ist mit mir? Du bleibst hier. Solltest du mich nicht herausholen? Deine neue Leibwächterin von der Delta Force wird in Kürze hier sein. Sie wird dir gefallen. Und was soll ich bis dahin machen? Geh pennen. Was bist du denn? Ein kleiner Junge? Okay, okay. Mann, du musst wirklich daran arbeiten, wie du Menschen behandelst. Snake, setze Metal Gear außer Gefecht. Es scheint nördlich von der Stellung zu befinden, wo du gerade bist. Geh zunächst zur Nordseite der Kaserne. Scho, alle dunkel, alle finster. Und ich kann sehen. Das heißt, wir sind bei Metal Gear Solid Ghost Bubble. Ganz genau. Und aufpassen. So, alles ist jetzt dunkel. Ist eigentlich alles wirklich dunkel? Ja. Alles ist dunkel. Kameras funktionieren nicht mehr. Und wir müssen nach oben. Also eigentlich an die gleiche Stelle, mit dem wir eigentlich mit den oh, die gehen nicht. Das ist mir neu. Wir müssen Mann, mit den Kartons. Wir hatten ja nur eine Möglichkeit mit den Kartons vorzugehen. Und das müssen wir nämlich jetzt machen. Ja, dunkel. Weil da können wir nämlich lang rennen. Und kommen genau an die Stelle, wo wir eigentlich hin müssen. Hey, hab ich das verpasst, ey? Voll in die Fresse. Das Radar funktioniert nicht. Gut für uns. Mal schnell mal hin und her schneiden, das ist auch nervtötend. Die muss ich schnell machen. Aber ich bin hier. So. Ja, ich kann jetzt überall hin. Aber da war ich schon. Ich glaube, hier habe ich jetzt noch zwei Möglichkeiten. Die erste ist nicht die hier. Was ist denn jetzt? Snake, ich habe Jimmy.
Alles in Ordnung? Ist Jimmy unverletzt? Ja, er ist nicht verletzt. Oder so. Es sieht so aus, als ob er sich gut versteckt. Gut versteckt hatte. Aber was? Dieser Bengel ist wirklich eine Nervensäge. Hast du etwas gesagt? Nein, nichts. Lügnerin, ich habe es gehört. Du bist diejenige, die mir auf die Nerven geht, herumtrampelt und mir dauernd sagt, was ich zu tun und zu lassen haben soll. Was glaubst du denn, wer du bist? Meine Mutter? Ich würde nicht deine Mutter sein wollen, selbst wenn man mich dafür bezahlte. Na hör mal. Nichts, hör mal. Ich bin im Augenblick mitten in einem Gespräch. Würdest du bitte deine Klappe halten? Sei selbst ruhig. Du hast wirklich eine unmögliches Benehmen. Weißt du das? Für dich als Frau in der Armee wird dadurch alles nur noch schwieriger. Jetzt sei endlich ruhig. Halt die Klappe, wenn ich dir das sage, dass du ruhig sein sollst. Entschuldige, Snake. Ich freue mich, dass ihr beide so gut miteinander auskommt. Ha, ich hätte nie geglaubt, dass ich je wieder Babysitter sein würde. Insbesondere nicht unter Beschuss. Aber ich vermute einmal, dass es wie Radfahren ist. Man verlernt es nie. Darauf zähle ich. Ich würde mal sagen, wir sind richtig. What? Also ich gehe entweder nach unten oder nach rechts. Moment, da war ich doch schon. Na, ich gehe einfach hier runter. Weil da vorne war ich nämlich schon. Das weiß ich sogar. Aber in dem Bereich war ich noch nicht. Nein, war ich noch. Geht noch nicht mal auf. Der geht. Was ist besser, runter oder raus? Geht's runter? Ich glaube, ich gehe noch mal hoch kurz. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ah, nein, 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 oh, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich kann mich an was erinnern. Da waren doch immer zwei kleine Räume, die ich nicht reingekommen bin. Und diese Räume waren. Also, da war doch, glaube ich, auch so ein Laser. Ding. Yeah. Kann jetzt im Dunkeln sehen. Das ist ja genauso wie. Naja. Wollen wir uns nicht beschweren. Aber ich muss trotzdem das hier benutzen.
jeden Fall kann ich jetzt im Dunkeln sehen, habe ein Nachtsichtgerät. Bei Wärmesuche. Wärmebild. Ein Wärmebild. So, und jetzt könnte ich... Und da kann ich nicht rein wegen der Tür, aber ich könnte... Ich vermute mal, dass wenn ich hier in dieses Loch reinspringe, dass ich genau da reinfalle. Also ich hoffe es zumindest. Nein, und bin total falsch. Sehr gut. Geil. Hier total am Anfang. Kann alles nochmal machen. Das ist immer wieder das Richtige. So. Ey, das kennt ihr doch, oder? Obwohl ich eigentlich schon wirklich am Ausgang war. Das war der Ausgang. Ich weiß, dass das der Ausgang war. Ja, ich hab's ja nicht weit. Und jetzt? Kommst du mir nicht hinterher? Ja, was gibt's denn da? Ich komm da nicht rein. Ich hab schon die Dreierkarte. Mist. Na gut. Muss ich eben akzeptieren. Oder wenn ich geradezu runterfalle. Also hier runterspringen. Das ist da. Ach, werden wir ja gleich sehen. Ja, genau das ist es. Und hier ist sogar der Ausgang. Na schön. Willkommen in der Dunkelheit, Solid Snake. Wer ist da? Ich sehe, dass du deine Nachtsichtgerät aufgesetzt hast. Ich kann dich problemlos ohne derartiges Spielzeug sehen. Meine Sehfähigkeit in der Nacht ist so... gut wie die einer Eule. Die Gesichter meiner Beute im Dunkeln, überwältigt von Angst und Schrecken. Keine Maschine, sondern einen Augenblick von solcher exquisiter Vergnügen, Verderben. Gehörst du zur Black Chamber Gruppe? Natürlich.
Ich werde Marionette Oil genannt. Oder Oil? Oil genannt. Meine Vorliebe für den Nachtkampf ist unerreicht. Selbst unter den Mitgliedern der Black Chamber. Die Party fängt gleich an, aber du wirst es nicht schaffen. Du wirst hier in der Dunkelheit sterben. Ich möchte dir meine Partner vorstellen. Dies ist Ozan und Kohal. Ich habe keine Zeit für dich und deine Puppen. Eine Puppe ist eine Annäherung an die Menschlichkeit, menschliche Form. Und eine gute Puppe besitzt eine Seele. Was für schöne Linien deine Schlüsselbeine haben, Snake. Auch die Oberschenkelknochen haben eine gute Balance. Wenn du tot bist, wird Kohal diese übernehmen. Es ist Zeit zum Sterben. Das wollen wir erstmal sehen, Digga. Hier muss man zum Beispiel das Nachtsichtgerät benutzen. Moment. Da. Und eine Pistole. Das benutze ich. So. Einer von denen ist der Gegner. Da war sie. Nein, da war sie da. Ich weiß, wo du bist. Das war die falsche. Nein, auch falsch. Aber ich wusste, dass es die falsche ist. So. Nochmal getroffen. Du triffst mich nicht. So. Schwer ist es natürlich nicht. Weil wenn es nur drei Puppen sind und sie sich nur ein bisschen bewegt, kann man sie schnell fertig machen. Snake, kannst du den Geschmack des Wahnsinns? Kennst du den Geschmack des Wahnsinns? Als ich 12 war, wurde Laura ermordet von einem Wahnsinnigen, einem Psychopathen. Und ich habe sie gefunden, verteilt über das gesamte Feld. Lauras weiße Hände, ihre Hüften, dunkle Eingeweiden. Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Selbst jetzt, im Schlafe, jeder Nacht, in diesem Augenblick ist etwas in mir gerissen. Ich wurde von einem merkwürdigen Zwang erfasst. Und bald war ich auch ein Serienmörder. Ich liebte diese Frau wirklich. Darum musste ich sie töten. Es gab nichts anderes, was ich tun musste. Kannst du das verstehen? Nein, keine Chance. Das dachte ich mir. Aber Viper war anders. Viper nahm mich auf, als mich das FBI gestellt hatte. Er vergab mir meine Sünden. Black Chamber gab mir die Chance, den wahnsinnigen Hunger in meiner Seele zu befriedigen. Ich wurde die perfekte Marionette. Aber vor 2 Jahren habt ihr Feiglinge uns betrogen und meinen Wahnsinn mit der Lust nach Revanche gereizt. Es wird keine Vergebung für dich geben. Für was? Viper hat in der Hölle damals seinen linken Arm verloren. Aber normalerweise verwendet er seine Prothese nicht. Weißt du warum nicht? Nein,
weil er sich jedes Mal, wenn er auf seinen Stumpf blickt, an seine verlorenen Kameraden erinnern wird und dem Anonymen immer wieder Vergeltung schwören kann. Den Anonym? Dieser Wahnsinn übertrifft selbst meinen eigenen. Darum kann ich es einfach nicht begreifen. Mein Blick trübt sich. Keinen Traum mehr. Keine Träume mehr von dem Feld. Ah, Laura. Hier drüben. Hier bin ich. Nein. Nein. Bitte. Das dürft ihr nicht. Es sieht so aus, als ob das Tor zum Himmel für dich geschlossen war. Snake, beeil dich, Metal Gear ist in der Abschlussphase. Ich habe es mit einem Satelliten geprüft. Metal Gear ist bereits aus dem Bunker heraus. Metal Gear ist im Norden. Geh rasch weiter nach Norden. Du hast keine Zeit zu verlieren. Geh. Also mal kurz speichern. So, Mailing mal anrufen. Brauchst du etwas? Ja, safen. So eine neue Story hier. Hast du diese schon mal einmal gehört? Der Kuppeltor. Weißt du, diese Zitate und Sprüche sind ja prima, aber ich möchte gerne... Ach, das kennen wir doch schon alles. Und auf Wiedersehen, Leute. Bis zum nächsten Mal und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt, beim nächsten Mal ist es wieder Metal Gear Solid Zeit und so und so. Ciao. Wo war denn jetzt im Ausschalten?